Was geht ab, Leute? Zane ist wieder da mit einer neuen Theorie, und zwar: Was ist, wenn Kaidos Teufelsfrucht die Adaptionsfrucht ist? Wir haben im letzten Kapitel schon die Zeitfrucht bestätigt bekommen. Wir konnten so eine Frucht niemals vorstellen, weil wir sie immer alle für viel zu overpowered gehalten haben. Was, wenn da draußen noch mehr solche overpowerten Teufelsfrüchte sind? Und wäre doch natürlich nur logisch, wenn gerade ein Yonko so eine Frucht hätte. In X-Men gab es einen Mutanten namens Darwin mit dieser Fähigkeit. Er war im Grunde unsterblich, weil sein Körper sich superschnell an alles angepasst hat. Wenn er ertrunken wäre, wären ihm Kiemen gewachsen. Wenn man ihn anzündete, wäre er zu Feuer geworden. Wenn man ihn durchbohren will, wird sein Körper hart wie Stahl. So eine Teufelsfrucht könnte doch auch Kaidu gegessen haben. Das würde auch erklären, wieso, wenn er schon Selbstmord begehen will, nicht einfach ins Meer springt. Denn sein Körper würde sich sofort anpassen, wenn er dies versucht. Jack war auch im Meer, aber da er ein Fischmensch bzw. ein Halbfischmensch ist er nicht gestorben, denn er konnte unter Wasser atmen. Selbiges würde auch Kaidu passieren. Er wäre zwar im Wasser, aber nicht tot, da er einfach Kiemen oder ähnliches bekommen würde. Ketten zerreißen, weil sein Körper zu breit oder schwer wird. Guillotinen brechen, weil sein Körper hart wie Stahl wird. Man kann ihn zwar besiegen, aber nicht töten. Doch wieso nennt man ihn dann 100 Beast Kaidu? Naja, Tiere sind die perfekten Anpasser. Es gibt viele verschiedene Tierarten, die sich an Lebensräume angepasst haben, die wir als Menschen nicht mal mehr für bewohnbar halten würden. Was haltet ihr von dieser kleinen Theorie? Schreibt eure Meinung in die Kommentare, und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Und falls ihr kein Video mehr verpassen wollt, dann gebt dem Abo-Button mal eine richtige Schelle. Ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und haut rein. Ciao.